Halli, hallo, hallöle, recht herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ihr habt nichts verstanden, yeah. Das ist halt, ja. That's the style, that's so, the spirit of City Skylines. Wohngebiet weiter. Das sieht aus wie Intercity-Wagen. Okay, das ist auch nur so. Wie will der so rumfahren? Der schiebt. Wo sitzt der Fahrer? Da. Warum? Okay. Der schiebt das. I don't ask. So, das verbindet sich auch gleich. Sofort connected. Ja. Ja. So, Challenge connected. So, da drüben haben wir nochmal das gleiche hier das und heißt dann. Doch Challenge accepted. Psst, hier machen wir nochmal das gleiche und dann können wir uns ein bisschen um unsere Zuganbindung kümmern. Wir müssen uns nochmal Infobitze ausdenken. Weißt du, was ich jetzt hier mache? Entweder ganz symmetrisch oder jetzt hier so. So ist mach schöner. Mach, wie es willst. Es ist ja wieder auf dem Dings-Mode, ey. Ey. Ey, Digga. Walla. Walle, manche Strecke, was? Von wem ist es? Weiß ich doch nicht. Ich bin ungebildet. Das heißt auf jeden Fall der Zauberlehrling. Ah, okay. Walla. Walla, Digga, alter Schwör. Da hinten kann man so ein bisschen ein verwinkeln. Ist das nicht Fontane? Keine Fontane Ahnung. Oder Fontane? Ja, die Leute googeln das jetzt und schreiben so in die Kommentare, als ob sie das selber einfach wissen. Oder sie wissen es tatsächlich. Nee, es gibt keine... Das darf ich so nicht sagen. Dann fühlt sich mindestens eine Person beleidigt. Gibt es ja auch Leute, die so heißen? Nee. War jetzt ein Insider. So. Aber ich weiß, wer dann einen ellenlangen Kommentar dazu schreiben wird. Ach so, wegen intellektuelle Menschen. Kinder, ja. Ich verurteile jetzt nicht alle intellektuellen Menschen. Du bist selber ein intellektueller Mensch. Ich bezeichne mich selber als intellektuellen Menschen. Ingemann? Nicht, okay. Hört, nee, fest und flauschig ist wahrscheinlich nicht so hier. Nie so Zielgruppe. Till Schweiger Kommentar mit dem intellektuellen Menschen. Ach so. Ich verurteile jetzt nicht alle intellektuellen Menschen. Ich beurteile mich, ich bezeichne mich, ich würde mich selber als intellektuellen Menschen bezeichnen, blablabla. Irgend sowas in der Art, so. Okay. Ja, deswegen, intellektuelle Menschen fand ich so gerade, das hat so gut gepasst. Aber ich bin auch keine Fest- und Flauschig-Zielgruppe. Doch. Nicht so. Ja, da bist du auch nicht Neomagazin-Zielgruppe. Doch. Guck mal, weißt du, was das Tolle an diesen Parks ist? Sie passen ja so gut rein. Also, nee, andersrum, was das Tolle an meiner Dingsbauweise ist. Die Parks, die kleinen Parks passen gut. Ja, die großen habe ich gerade versucht, da reinzudrücken. großer Park reindrücken. Wenn man den ein bisschen zieht. Da ist eine Schiene. Ja, den kriegt man so reingezogen, dass das, guck mal. Da ist der Güterzug, der durchfährt. Ja, man macht das jetzt so ein bisschen hier. So, dann ist das, dann läuft. Dann sind Bäume auf der Straße. Dann ziehen wir das Sträßchen hier so an der Bäume vorbei. Verstehst du? Dann macht die Straße doch gar keinen Sinn, weil dann die Right-Straße schon wieder anfängt. You're right, but... Du hast recht, du. Hintern. WTF? Warum? Wir haben zwei akademische Werke. Das ist supi. Okay, wir haben aber kein Level erreicht und... Okay. Cake and Fly, was? Okay, wir haben jetzt Chirpy Coin. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen ziehen und dann lüpt das hier, hätte ich jetzt gesagt. So. Guck mal. Habe ich das jetzt nicht... Wunderschön. Ja, das ist eine Allee. So. Und jetzt mal alle in this wood, ja. Da ist aber kein Wood. Psst. Das ist tatsächlich nicht laut. Finde ich immer wieder interessant, dass das nicht laut ist. Warum ist das eigentlich laut? Weißt du, das hier ist laut. Alles andere, guck mal. Alles andere ist still. Und das ist laut. Und das ist auch laut, aber das ist nicht laut. Ey. Ja, weil das mal Anfahrgeräusche macht. Ah, aber ja. Bitte hier nochmal mit der gleichen Begründung. Ja. Okay, ja, es ist. I don't ask. So. Josh hat dein hässlicher Kackakzent. Ja, ich weiß. Vor allem ist er so eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich. Er redet selten Englisch, deswegen weiß man nicht, was er für einen Akzent hat. Ja. Oh, guck mal, der heizt aber. Das ist ja ein cooler Zug.
Guck mal, was der nicht da alles macht für die Menschen. So, weil hier sollen wir eigentlich keine Leute ankommen lassen. Hier hätte ich keinen Bock auf Intercity-Züge. So. Nicht, dass da hier kein Intercity hält irgendwie. Scheiße, überteuert Intercity-Fahrkarten, ey. Habe ich mir da schon drüber? Ja, bestimmt habe ich mir schon mal drüber aufgeregt. Wenn du dir eigentlich so ein Erste-Klasse-Ticket kaufst, dann ist das ein Thema ja mit da drin inbegriffen. Was ist inbegriffen? In Interregio und so. Dann bist du ja auch im Interregio in der ersten Klasse. Genau, du darfst dann überall in der ersten Klasse, exakt. Da müssen wir natürlich jetzt irgendwie was hinbauen. Terraforming. Nee, ich hätte einfach, wie heißt das, grün. Das sieht man da trotzdem nicht. Das sieht man da nicht. Shift P. Wir machen das so dicht. Alter, ich bin so dicht. Von Milch. Ja, gerade tatsächlich nicht. Nur mal zur Abwechslung. Ja, YouTuber-Lifestyle, ey. So. Einmal was gegen meine grünen Pflanzen hier. Das hört sich wieder... So ist das wirklich nicht gemeint. Also wirklich nicht, liebe Kinder, nicht gut. Ich verstehe es gerade nicht, aber... Grünpflanzen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Grünpflanzen. Nee. Grünpflanzen. Nein. Okay. Grünpflanzen? Nein. Warum nicht? Ist es so schwer zu verstehen? Ja. Ich kann keine Seite verstehen. Okay. Ja, ist auch besser so. Einfach. Hört ja gut aus. Es spricht für dich, dass du da jetzt nicht, ne? Finde ich gut. Achso, ich lasse es einfach weiterlaufen, ne? So. Einfach laufen lassen, du, okay? So, die brauchen Bildung. Ja. Oh, je. Nee, das ist nur, weil die frisch eingezogen sind. Die sind einfach noch dumm. So, jetzt brauchen die halt eine Oberschule, die hätte ich aber eher hier platziert, ehrlich gesagt. Ja. After the Kreuzung. Am Arsch der Kreuzung. After Eight. Ich fand das, mein Witz fand ich auch nicht schlecht. Deine Witze sind nie schlecht. Na, danke. Das war jetzt aber ein Witz, gell? Nein. Ich mach schon, also... Hier möchte ich jetzt aber gerne, da hier nur Bahngelände ist, möchte ich hier gerne. Witze sind doch nicht schlecht. Nein, die sind nur alternativ gut. Ich muss mich doch jetzt mit meinem Tofi wieder gut stellen, damit mein Tofi nicht mehr böse ist. Bin ich das denn? Warst ganz arg böse auf mich? Ja, bestimmt. Echt? Mhm. Ach so, ein bisschen. Was habe ich denn? Eigentlich hier den coolen Baumpinsel, den ich nicht ganz so cool finde, weil der nicht immer ganz das macht, was ich möchte. Ich weiß, die reiße ich nachher eh wieder ab, aber ich hätte hier gerne ein bisschen Waldstück. Ich hätte jetzt gerne Wald. Ich hätte hier nachher gerne, will ich ihn dann nicht mehr, aber ich will ihn ich jetzt hätte hier gerne haben. Ein Waldstück. Ich habe heute wieder so richtig schlechte Wortwitze, die ich eigentlich nicht bringen kann im Let's Play. Ja. Das ist irgendwie das... Dann weiß machst nicht. Du doch nicht. Ja, ich habe es auch nicht ausgesprochen, aber... Verstehst du, was ich meine? Fafa, Stimmungslicht? Ja, genau. Nee, aber Fafa, verstehst du, was ich meine? Ja. Gut. Fändest du es witzig? Nee. Als Kind? Weiß ich nicht. Aber ich habe natürlich nur ausgewachsene Zuschauer. Ausgewachsene? Ja. Also nicht so klein wie deine Freundin. Na doch, deine Freundin ist ja auch ausgewachsen. Das ist es ja. Sie ist nur trotzdem noch ein Zwerg. So, teilweise merkt man das Maschinengewehr so ein bisschen raus. Wobei die Natur natürlich auch ungleich Bäume pflanzt, ne? Ja. So. Ja gut, die Riesenbäume zwischen den Gleisen sind so... Ja, I don't know. Oh, vor allem der Baum auf dem Gleis wirkt schön. Shift P. So. Das oh, Gewerbe. Das Interessante ist, dass, wenn die Natur Bäume anpflanzt, WTF. Dass dann... Ja, rede mal bitte weiter. Dass dann... das trotzdem noch besser klappt mit, dass alles wächst. Und wenn der Mensch dann kommt, siehe Schwarzwald und alles schön in Reihen anpflanzt, dass dann was? Das kaputt geht. Wer ist auf die beschissene Idee gekommen, in Flüssen Bäume zu pflanzen? Oh. Zitat. Oh. Nein, Josh, deine Witze sind nicht schlecht. Die sind alle super. Ja, der war super, der Witz. Ich fand ihn... bisschen... Der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Ich finde ihn nicht böse. Gut, es hat nichts mit böse zu tun, aber...
Ich finde ihn super toll. So. Ich habe hier einen Witz für dich. Ich soll sie nicht sprechen. Ein paar kleine Häuser. Ja, die laufen jetzt hier noch alle, weil die hier noch keine Öpfens haben. Es heißt Öffis. Ja. Was sind Öffis? Öffentliche Verkehrsmittel. Ah. Öffis. Das mit dem Schiff P bringt aber auch irgendwie nichts, liebe Leute. Wahrscheinlich lese ich schon 100 Mal in den Kommentaren, was wir machen müssen, aber wir haben uns ja erklärt, warum wir nicht, ne, und so. Genau. Ich dachte schon, jetzt muss wieder die Straße dran glauben. Ja, ich habe da auch mal ein bisschen Angst. Das sieht, immer aus, wie wenn das hier in der City und das hier ICE-Wagen wären. Was liegt? Ein Stein auf der Schiene. Nein, nicht da. Auf unserer Straßenbahnschiene, weiter runter. Oh. Bitte beachten Sie auf den Linien 3, 5, 8 und 72 kommt es in Folge von... Das sind so viele Steine. Einer dieser Steine. So, Zuglinie wollte ich bauen, ne? Zug. Zug. Der Zug, gut. So, ich muss jetzt von hier drüben... Oh, noch 1000 Menschen. So, also diese Linie wird jetzt erstmal gelöscht. Ne, wobei ich lasse erstmal die hier aussteigen, ne? Gelöscht. Gelöscht. So. Du musst mich nachher mal einschmieren. Liniendetails. So. Zuglinie 1. Zuglinie 1 löschen. Löschen. So, weg damit. Weg mit dem Lons hier. So. Rons, nicht Lons. Jetzt müssen wir das hier natürlich an die andere Seite. Tati. Müssen wir Tati natürlich an die andere Seite anschauen. Was? Ich und mein Holz. Holz. Ich und mein Holz. Kann man ein bisschen erhöht bauen. Ja. Guck mal, da mit den Bussen ist auch eine super Sache. Wunderbar. So, jetzt müsste man natürlich daran anbinden. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja, über die Brücke. Nein. Oh, wir könnten das dann direkt... Nee, ja, rede. Also in die Richtung würde ich sagen, gehst du unterirdisch unter beides durch und dann gehst du an die Stelle im Park, wo nichts ist und bindest es von der Seite an. Das heißt, wir kommen jetzt hier von unterirdisch. Mhm. Ja. Also in die Richtung. Straßenbahngleise. So, und dann komme ich jetzt hier hoch. Genau. Das war scheiße. Ich meine natürlich, ich liefere immer grandiose Leistung ab. Wir müssen ja hier quasi anfangen, ne? Weil hier ist dann noch so und hier kommt man dann hoch. Richtig. Ist eine gute Idee. Nur ist das... optisch natürlich mal wieder einfach... Eine Pracht. Wie kriege ich eigentlich was Unterirdisches selektiert? Mr. Move It. Ja, das sieht halt echt hart scheiße aus. Ich will das anders haben. Das soll nicht so arg unterirdisch sein. Hm. So, also ich mache das mal andersrum. So, wir bauen mal hier... quasi so... und dann halt runter. As slow as possible. So. Arg schlimm? Nö. Könnte sein, dass der Zug hier ein bisschen rausbeschleunigt später, aber... Der Baum ist eine Tatsache. Ja. So, jetzt müssen die noch von hier nach da drüben kommen. Same, würde ich sagen, oder? Da müssen wir aber die Schiene ein bisschen auseinanderbauen. Ich würde fast sagen, wir kommen da rein. Oh, hier ist ein kurzer Minisplein. Ein kurzer Minisplein, ja. Mhm. Gibt's noch lange Minisplines? Ja. That's why we love Redundances. Warum kann ich das nicht krabbeln? Warum gehst du nicht oben drüber? Ach so. Because too easy. Easy. Okay, ich bin immer gespannt, wie sich das darstellt, wenn wir darüber gehen. Ja. Nee. Ja. Wir können auch einen langsameren Anstieg machen. Ja. Oh ja. Oh, ja, geil. Guck mal, so eine richtig schöne. Richtig schöne. So ist doch besser. Wie du. So, die müssen von hier nach da. Und wieder raus. Und von hier. Und da kann man ja dann, genau. Alter, das Holz, ey.
So, wir gleich die Kurve so ein bisschen haben. Also jetzt haben wir hier angebunden, jetzt müssen wir noch da drüben anbinden. Ja, das kann man ja mit dort. Ja, habe ich jetzt drüben gemacht, oder? Ich würde da... Oder wollen wir hier so eine... Ah, das nein, ist halt mal... ich würde das gerade so rüberführen. Also einfach hier so double... Ja, weil das ist ja quasi unsere eigene private Linie und keine... Genau. So Triple Bridge hier. So, ich hätte es gerne hier weg, hätte ich gerne Bridge. Bridge. Eine Bridge. Josh 22 schläft heute nicht in seinem Bett. Du kannst die Brücke quer über die anderen beiden Brücken machen. Ah, das ist zu hoch. Das ist okay. Too much. Ich finde es einfach... Ich würde wenn einfach du die weiter hochnimmst und die andere drunter durchmachst, ich hätte es einfach, dann könntest du da unten gleich anbinden. Ich finde das cool, wenn man das einfach hier so parallel laufen lässt. Okay. Können wir machen. So, das so ein bisschen... Oh, ja. Die Idee weiß ich jetzt nicht, ob das so... Nee. Ah, die Idee war... Super optimal. Wobei, da könnte funktionieren. Das sind Einzelhölzer. WTF. So. Ja, okay. Ich wollte, dass das hier einigermaßen parallel aussieht. So, und jetzt? Weiß ich noch nicht. Weil wenn wir da unten drunter gehen würden, könntest du es unten an das Ding gleich anbinden. Das ist tatsächlich richtig. Also dafür müsstest du die Brücken entweder ein bisschen, ja wahrscheinlich noch ein bisschen hochsetzen. Ja, jetzt kann ich natürlich mal wieder hier den, verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Buildings ist es nicht. Es sind ja, warte mal, es sind Nodes und Segments. Prinzip, ne? Ja. Aber ich muss hier nur Segments hochsetzen. Ich weiß es nicht. Nodes hochsetzen. Man setzt, glaube ich, nur Nodes hoch. Ich lösche jetzt ja nichts. So. Da müssen wir ein bisschen Feintuning machen, aber ja. You know what I mean? Mhm. And I know what you mean. Or do I do not? Doch. Unter- oder oberirdisch? Wie du magst. Wir müssen halt an das Personending dran. Auf der einen Seite müssen wir links ran, auf der anderen Seite müssen wir rechts ran. Nimmt sich nicht viel. Du kannst oben bleiben und einmal mach mal oberirdische Anbindung und einmal unterirdische. Unterirdisch hier alles. Ja, einmal bietet sie es an, es einfach hier direkt durchzuzimmern. Ja. Nur ohne Brücke. Nö, ich finde die Brücke da schön. So, Bridge-Modus deactivated. So. So. Alter Latz, das ist schon angebunden. So, und jetzt müssen wir runter. Das könnte aber sehr krass werden. Oh ja. Wobei, das hat jetzt eher andere Pro. Mal wieder alles hier an. Da hat er erst andere Probleme. Hier so, ne? Guck mal. Ja, aber unterirdisch haben wir ja auch schon einen Teil vom Güterzug. Ja, das passt schon. Das würde ich jetzt nicht als Problem ansehen. Wir kommen ja relativ tief. So. Das andere war auch relativ tief. Ja, dann machen wir es halt nicht so ganz so tief. Ich hasse unterirdisch. Es kann sein, dass die hier mal alle despawnen. Dann müssen wir halt mal ausprobieren, ne? Ja. Okay, das ist angebunden. Ich habe das bisher nur mal so gemacht hier an der Stelle. Ohne so viel, weil das sieht jetzt hier so ein bisschen sauberer aus. So, wie sieht es denn drüben eigentlich aus? Wie sieht denn der weitere Verlauf der Linie aus? Okay, das ist hier. Da das ist sowieso High-Level angebunden, das heißt, der Scheiß kann theoretisch weg. Weil die Personenzüge ja im Prinzip theoretisch sich da hinten einordnen. Gleich, wenn sie reinkommen. Sollten die sich ja gleich rüber, ne? Die können hier gleich rüber, die können hier gleich rüber. Ansonsten sind die dann hier auf dem Personengleis. Das Personengleis geht hier rüber. Geht hier rein. Genau, die fahren jetzt alle weg, weil die haben wir ja... Und das Güterzuggleis? Das ist uns jetzt ja gerade egal. Genau, jetzt sind wir da angebunden. Güterzuggleis ist hier. Personengleis hier unten. Hier haben wir nochmal Nupsi, Wechselpoint.
brauchen wir ja wegen hier drüben. Oder haben wir hier drüben auch nochmal einen? Ja, hier drüben, vielleicht der Uni-Campus. Da haben wir doch noch einen. Ich hätte jetzt hier, das würde ich jetzt nicht machen, weil wir hier noch nicht drin sind, ne? Da müssen wir noch rein. Da müssen wir halt auf jeden Fall noch irgendwas Gescheites machen. Jetzt würde ich allerdings einfach hier so. Ja, zack. Nupsi hier, dann haben wir hier parallel, da parallel. Hier halt mal noch oben. Ach, dieser Scheiß hier. Hier können wir aber einfach eine Verbindung zu nach unten machen. Kann ich das auch richtig machen gleich? Mach's. Ich hab keinen Bock auf richtig machen gerade. Eine Folge früher. Lass das mal richtig machen. Ja, aber wenn du so oft was richtig machst, dann... wenn man, also wie ich natürlich immer alles richtig macht, dann hat man immer keine Lust mehr drauf. Dann will man dich auch mal Fehler machen. Ha? So war das nicht gemeint. Ist es so rübergekommen? Nein, das ist nicht. Es tut mir auch irgendwie leid. So kompliziert ist es hier aber gar nicht, ne? Nö, hier ist es nicht. Wir haben hier ein... Hier müssen wir noch einmal raus und einmal rein. Jo. Genau. Jo. Und einmal rein. Ich hätte es als raus bezeichnet. Ja. Aber in unsere Haltestelle rein. Ja. Und raus aus dem... Raus aus den Schulden. Zack, fertig. Ich würde das als nicht sehr zufriedenstellend. Ja. Ich glaube, so ist besser. Hm? Ja. Ist trotzdem irgendwie ein bisschen too much, aber naja, okay. Too much, much. So, Linie hier. Linie da. Also wir haben unseren Regionalbahnhof, ne? Aha. Regionalbahnhof. Dann da. Dann hier. Dann wenden erstmal. So. Oder sollen wir den theoretisch schon nach da unten verlängern und da schon... Nein. Wobei, dann bräuchten wir nicht die Linie neu. Genau, da kann ich jetzt nämlich gleich dann machen. Ah, das ist eine gute Idee. Komm, aber bräuchte ich zu heute. Aber das hat eine richtig lange Linie. Ja, das ist nicht so lange. Das ist vollkommen akzeptabel. Hier sollte die Uni hin. Mhm. Das Personengleis ist unten. Ja. Ja. Heißt, was wir hier wieder machen können, hier will ich aber einen etwas größeren Bahnhof hinbauen, weil das ist ja die Uni. Ja. Heißt, da kann man, jetzt nicht ein Elevated, aber was ist Modern Rail? Magst du Modern Rail? Das ist ganz hübsch. Oder wir machen einen mit U-Bahn-Anschluss. Mhm. Also so ein Elevated. Können wir auch machen. Wir können auch. Der kostet halt aber Elevated Station with Metro. Ja, Elevated with Metro. So, den muss ich wieder kurz an einer Straße platzieren. An der Autobahn? Nee, an der Autobahn kann man ja nichts platzieren. Und wo ich keine Fußwege kaputt mache. Und wo ich keine Gebäude abreiße. Ach, hier haben wir hier Straße. Da ist eine Straße. So. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ah, it has a street under his... under itself. Ah, that's quite difficult. That's difficult. But that's an Endbahnhof. Wobei, we do stop here later on. Wir können die Straße ja unten drunter. Genau, die melde ich hier mit ein bisschen Abstand, bisschen Distance hier. The distance between us. Ja. Das singt die Schiene. You have come to... Fahr mit dem Zug. Go on. Near, fahr, passt doch. Ja, wenn das halt einen U-Bahn-Anschluss hat, dann wird der U-Bahn-Anschluss ja Nein, auch nach unten raus. Der U-Bahn-Anschluss ist irgendwo anders. Ah, okay. Also der ist irgendwo, wo das nicht im Weg ist. Das, okay, gut. Versichere ich Ihnen hiermit nun, Wie hoch ist denn die Versicherungssumme? Null. Was? So, okay. Gut, das heißt, das bräuchte jetzt eigentlich einen improvisierten... Nee, bräuchte es nicht. Das bräuchte nur das einen bräuchte Anschluss. Nur einen Anschluss ans Zugnetz. So. Da, 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 da. Wir machen heute wieder nicht so viel. Wobei, ich arbeite die ganze Zeit. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir nichts tun. Wir machen gerade ÖPNV. Wollen wir das richtig machen? Ja. Ich will es nicht immer nur alles richtig machen. Oh ja, das, oh, das ist ein hartes Los. Ich weiß. Ich meine, ich weiß, ihr kennt das nicht. Das hört sich so gibt richtig es? Ja, warte mal. Ja, genau. Widerlich. Genau, ich wollte mal so wirken. Die Frage ist, gibt es einen da draußen, der das jetzt irgendwie ernst nimmt und der mich jetzt für ein arrogantes Arschloch hält? Ja.
du. Nee. Sondern. Mir würde jemand einfallen. Echt? Ah, ja, mir auch gerade spontan. So ganz spontan. Ich wüsste auch nicht, wie ich da drauf komme. Ja, so ganz spontan jetzt. So. Hier rein, da raus. Und jetzt brauchen wir eigentlich gar nicht. Genau. Hier rein, da raus. Raus, rein. Wollen wir jetzt auch noch für später noch... Nee, das machen wir, wenn wir da erweitern. So. Genau, die U-Bahn ist irgendwo hier daneben. Neue Linie hier. Neue Linie da. Neue Linie da. Über das neue Gleis. Neue Linie da. Neue Linie... Endstation. Boah, dann haben wir von Uni zu Uni einen Express. Ja. Also. Komm mal, haben wir nicht andere Gleis? Warum kann ich nicht nehmen andere Gleis? Für Rückfahrt. Soll ich bauen neue zweite Bahnhof? Nee. Können wir machen, wenn wir sehen, es staut sich so arg. Dann machen wir. Ist halt nicht geeignet für Kopfbahnhof gewesen, was der gebaut hat da. Ist kein geeigneter Kopfbahnhof. Hat er keinen Kopf gehabt, was er gebaut hat da. So. Was wollen wir einsetzen? Ich fand die eigentlich ganz cool. Oder wollen wir was von der DB nehmen? Wir können Flirt nehmen. Ich hätte den Do-Stoß fand okay, ich ganz cool. Okay, dann nehmen wir den Do-Sto. Wobei natürlich auch Überland Flirt. Ist natürlich auch eine Sache, ne? Ich habe mich jetzt aber eigentlich in die Doppelstock-Dinger verliebt. Dann heirate sie. Intercities. Nein. Wir nehmen die Kisses. Haxen-Kisses. Kiss, Generik oder Odeck? Keine Ahnung. Was ist da der Unterschied? Ich mische sie einfach. Ja, die eine haben die Odeck-Lackierung, die andere haben... Ah. Ja. Komm gerade vom Zug. Wo sollen die denn jetzt alles spawnen? Keine Ahnung. Elevated Station soll hier anfangen, oder? Ja. Ja, ist ja egal. Ein paar Fahrzeuge hinzufügen, so. Boah, überleg dir mal, wie lang das jetzt... Wir brauchen mindestens 10 Fahrzeuge, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Genau, das ist ein O-Deck. Ja. Hat noch keinen Strom. Das ist ja egal. Das kostet ja wirklich nichts. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich darf es noch nicht abschalten, sonst tötet mich das Spiel. Genau, da fährt es ja schön auf seinem... und hier, wir genau, das ja wird verfolgen. Schon langsam mehr. Ich verfolge gleich mal die nächste Option. Ist das eigentlich generic? I think the next is a generic one. But I don't know, you have to ask B. Instead. So. In Städten musst du B ist das fragen. Ist aber nicht A doesn't know? Keine Ahnung. Warum schiebt er sich so komisch aneinander rein? Keine Ahnung. Okay, der Kiss Generic ist ja mega hässlich. Alter, aber kann die Farbe wahrscheinlich... Kann man die, wenn ich jetzt die Linienfarbe verändere? Nee. Ach, Generic im Sinne von, ja, ohne Lackierung irgendwie. Aber die Fünfer finde ich scheiße. Ich will von denen keine haben, ehrlich gesagt. Willst du es nochmal ändern? Naja, den einen lasse ich jetzt fahren. Und alle anderen nehme ich jetzt halt raus. So, und machen wir nur noch die von der ODEG, so. Weil das Problem ist, das sind mir, glaube ich, auch zu lange Züge. Die führen wahrscheinlich zu Problemen an der einen oder anderen Stelle. Wie viel denkst du, 10 Fahrzeuge, oder? Ja. Wir können da gucken, wenn der eine auf der Hälfte ist. Aber es sind wahrscheinlich gar nicht so viele. Ich glaube eher, wir brauchen so 8 als 10. Aber, weiß ich nicht. Ah, hier kommen wir. Ah, es spawnt gleich der nächste. Okay. Genau, wenn wir mit dem... Ja, ich... Okay, mit dem können wir es mitfahren. So. Savusch. Genau, so einen schönen Doppelschock-Triebzug. Ne, die ist auch nicht zu lang hier. Der passt ganz gut rein. Oh. Wollen können wir auch nicht... Geschwindigkeit drauf. Du, ne, die Leute kriegen wir schnell von A nach B. Und damit haben wir auch einen schönen Express, wenn Touristen unsere Spiele, also unsere Schwimmmeisterschaften wir besuchen haben wollen. Stromprobleme. Stimmt, wir mussten ja auch schon einen Strom bauen irgendwann. Und Wasserprobleme. Ach ja. Sehe ich jetzt auch. Ja, fuck you. Ich will das jetzt nicht. So. Kann ich bitte dranbleiben? Wie ihr, bitte auch dranbleiben. Ja, so. Steige mal schön ein hier in die Zuchle. Guck mal, das ist nämlich lang genug hier, das Viech hier. Mehr brauchen wir da echt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt auf den Teil hier. Durch den
komplett nicht unrealistisch mit großen Bäumen zugewucherten Wald. Das ist nicht schlecht. Das ist, oh, das ist sehr cool. Guck mal, das ist halt mega der Express. Ich habe immer jedes Mal Angst, wenn er das tut. So. Das ist halt mega der Express hier, ne? Also, guck mal, der Zug ist eigentlich viel zu lang dafür. Ne? Hier ist eigentlich so der Hauptbahnsteig. Ja, der Zug ist leider gerade abgefahren. Ja. Heizen. Oh, den Weg sollte ich vielleicht nochmal überdenken. Ich muss auch gleich mal nachgucken, jetzt habe ich den ersten schon zurückfahren sehen. Nicht, das ist ja zu viele. Wobei, die können wir immer noch despawnen, notfalls, ne? Ich glaube, es ist nicht die große... Ja, da haben wir unseren komischen Generic. Viel zu langen Kackzug. Da ist jetzt aber ordentlicher was los. Oder wollen die in die Gegenrichtung? Ja, die wollen, glaube ich, eher in die Gegenrichtung, wie es aussieht. Das muss ich ja mal den Führerstand wechseln. Wäre super, wenn wir es einfach auf die andere Seite fahren könnte, ne? Dass die sich nicht da gegenseitig... Ja. Es könnte ein Flaschenhals werden für unsere komischen Verbindung hier. Könnte, ja. Ah, that's a possible bottleneck. Generell, die Kurven sind echt für den Zug ja absolut nicht ausgelegt, so wie es aussieht, ne? So. Oh, guck mal, jetzt nochmal so was Hässliches hier. Schau mal. Also, ich meine natürlich, das ist mit Absicht so von der Höhe her. Das ist jetzt aber, weil die Personenzüge dann so schön am Wasser sind. Aber die Güterzüge machen mehr Lärm, das wollen wir nicht so. Ja, wir brauchen... Noch zwei, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja. Genau, jetzt spawnt einer und danach vielleicht nochmal ein. Ich lasse mal nebenher offen hier zum Gucken, ne? Hm. Ja, das tut manchmal ein bisschen weh in den Augen. Weißt du, wir fahren mit dem mit, wo am wenigsten Leute mitfahren, ey. Liegt bestimmt an uns. Ja, wo ist der jetzt eigentlich? Ja, eigentlich brauchen wir da keinen neuen, oder? Na, guck mal, wenn der jetzt gleich darüber fährt, dann ist er gleich da. Ach nee, ah, der hat noch eine Station, ne? Dann bauen wir nochmal ein. Hat der jetzt gerade wie viel 100 Leute rausgelassen? Der hat 306 Leute. Und die laufen jetzt zum Bus, oder was machen die? Warum wollen hier 306 Leute hin? Keine Ahnung. Touris. Oh, guck mal, ey, komm mal, aber richtig angeheizt zu. Okay, genau. Das heißt, der letzte ist jetzt eingereiht. Der kommt in 3 Sekunden. Genau, der hält jetzt hier an. Weißt du, was in 3 Sekunden auch ist? Die Folge vorbei. Und guck mal, was wir hier jetzt... Guck mal, ist das jetzt nicht... Das ist cool. Ah, guck mal, das haben wir... Ach, das ist... also... Ich weiß jetzt nicht genau, aus welcher Perspektive, weil die Bäume etwas exorbitant... Aber das kann aus der anderen Perspektive, sodass man auf die Häuser gucken kann. Nee, so sicher nicht. Wobei das... Ja. Nein, aus der anderen, oder? Wie? So, dass die Bäume hinter dir sind und du auf die Häuser guckst. So. Ja. Das ist der Horror mit dem Licht. Also das, okay. Das geht gar nicht. Okay, gut. Das ist okay, würde ich sagen. Ja. Die Leute sahen ein bisschen dunkel aus, ein bisschen unterbelichtet, aber... Ja, die haben auch noch ein bisschen zu wenig Bildung gehabt hier, ne? Ja. Macht das gut, wenn wir zuschauen. Tschüss. Tschüss.